Hallöchen und willkommen zurück hier bei Bad Pixelberg in dem wunderschönen und vor allen Dingen friedlichen, gar nicht blutigen Rimworld. Ja, wir sind hier letzte Folge überfallen worden. Wir haben aber dafür einen. Es ist immer noch so laut, die Musik. Es ist faszinierend. Es ist faszinierend. Wir haben letzte Folge dafür einen neuen Einwohner bekommen, auch wenn er ein bisschen. Oder es ist eine Sie? Weiß ich jetzt, Moment. Weiblich, also die Toni, die ist zu uns gekommen und ja, ein wenig depressiv, aber sie wird sich hoffentlich nützlich machen und jetzt zum Beispiel Krim heilen. Hier, guck mal, da ist irgendwie die Wand im Arsch oder was? Was ist das denn passiert? Oh mein Gott, dieser Überfall. Er hat Opfer gebracht. Ich bin gespannt. Dafür haben wir noch, also wie gesagt, Toni bekommen und wir haben hier einen verletzten weiblichen Grenadier. Ja, ich muss gerade mal schauen. Inventar, Stoffhemd, Faultier-Wollhose, Kevlarhelm. Ich glaube also Interaktion, freundliches. Ach, guck mal hier, Gefängnis. Da kann ich noch was angeben. Anwerbungsgespräch, freundliches Gespräch, Freilassen, Exekution. Schwierigkeit der Anwerbung 82%. Bekommt Essen. Arzt behandelt, aber ohne Medizin. Ja, das könnten wir eigentlich machen. Keine medizinische Versorgung, dann würde sie sterben. Jugendlicher Grenadier, weiblich, ist echt krass. 17, Alter, das Spiel ist grausam. Freundliches Gespräch machen wir. Bekommt Essen, machen wir auch. Obwohl wir fast keins haben. Die Raumstatistik wäre wirklich nicht ganz verkehrt. Ja, die Raumstatistik, das mal irgendwie zu raffen. Aber ich. Wert der Kolonie, Gebäude. Wert der äußere Gefahren, Überfälle, Schaden, getötete Kolonisten, Raumschiff, gestartete Kolonisten. Wert der Kolonie, Schwierigkeit, Rau. Ja, alles Mögliche. Aber was hier für ein. Hier Raum? Rennbarkeit, Marktwert, Haltbarkeit, nee. Irgendwie. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier die Raum. Güte irgendwie feststellen lasse. Das Problem habe ich ja mit dem. Warum ist Krim da drin und nicht da? Achso, okay. Interessant. Wir haben jetzt auch zu wenig Betten. Alter, es ist. Oh Mann! Hilfe! Was soll ich jetzt als erstes machen? Er muss jetzt gepflegt werden. Er muss gepflegt werden. Eigentlich jetzt. Die Priorität ist klar. Toni ist unterwegs. Toni muss dann allerdings auch noch verarztet werden, denn Toni ist verletzt. Was auch immer er hat. Moment. Prellung. Ah ja. So, mal gucken, was hier passiert. Handlungsqualität 25%, schlechtes Ergebnis. Kritischer Alarm, schlechte Laune. Oh oh. Bei uns. In Dunkelheit, ungemütlich. Lässige Umgebung, es ist Tag, neidisch. Ich fühle mich entsetzlich. Leichte Schmerzen. Echte Umgebung, Leiche gesehen. Oh, fuck. Oh, fuck. Krim muss gepflegt werden, Toni. Du solltest doch Krim pflegen. Was hat er? Körper. Oberkörper. Kritisch. Stahlsplittergranate. Schlecht bandagiert. Oh Gott, vernäht. Schlecht vernäht. Schmerzen stark. Ach du Scheiße. Krim! Lumi ist jetzt hier eingeschlafen. Oh Gott, die Laune geht weiter runter, weil sie jetzt keine freien Betten mehr hat. Geh doch darin. Oh nein. Lumi. Ich. Du schläfst im Gefängnis neben einem Gefangenen. Hier ist offen. Ah! Okay. Hilfe. Sparkles schläft hier in dem Bereich, der eigentlich die Zelle sein soll.
Ah. Überfordert halt zum Glück gar nicht. Schlechte Laune, ja, ich weiß. Das ist alles schlecht, das ist alles scheiße. Fuck. Fuck, 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 fuck. Krim sollte eigentlich in dem Bett sein und da oben ist ein Bett frei und du schläfst auf dem Boden und. Was mache ich nur? Die schläft auch auf dem Boden, ne? Das ist ja alles so traurig. Aha, Moment. Konzentration. Wir haben nichts mehr zu essen. Das kommt auch noch dazu. Ich habe keine Ahnung. So, und jetzt Moment. So, das machen wir lieber weg. Dann haben wir jetzt noch einen Raum. Halt. Tür. So. Boden. Wir brauchen ja mindestens noch einen neuen Schlafraum. Wir haben ja einen neuen hinzubekommen. Dann haben wir noch das Gefängnis. Den, wie gesagt, den würde ich eigentlich ganz gern umsiedeln lassen. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Halt doch einfach die Klappe da oben. Ich raff's eh nicht. Toni ist wach. Toni ist wach. Pass mal auf. Schlaf, priorisiere, füttere Krim. Oh Gott. Ein bisschen was haben wir noch rumliegen. Füttere Krim. Gereizt. Aha. Auch gereizt. Das ist echt heftig. Arbeit. Was können wir denn hier bei Toni dann machen? Also, Toni ist auch bei der Feuerwehr. Toni ist auch Patient im Zweifelsfall und Toni war gut beim Arzt. 7, 2, ist sogar unsere beste Ärztin. Schlechte Laune, ja, ich weiß. Bettenruhe. 2. Tierpfleger. Was haben wir da? Also, gehen wir. Ja, jetzt wird auch gespeichert. Oh Gott. Schalter. Ich habe keine Ahnung. Ich mache es auch hier. Gefängnisaufsicht. Da ist es schlecht. Bei Soziales. Tierpflege ist er auch eher schwach. Kochen. Da wir sonst niemanden haben gerade. Jagen. Na, ja, machen wir so. Bauarbeiter. Instandhaltung. Landwirt. Was kannst du eigentlich überhaupt? Bergarbeiter. Oh, Alter. Forstwirtschaft. Was kannst du eigentlich überhaupt? Wen habe ich denn hier bekommen? Mache ich trotzdem eins, damit wir hier auch mal die Bäume wegbekommen. Schmiedekunst kann man lassen. Schneiderhandwerk. Damit du auch mal irgendwas machst, denke ich, machen wir da mal so. Kunsthandwerk. Kriegst du halt ein bisschen höhere Priorität auf dem Mister. Handwerk. So. Träger. Trägst du. Reinigung. Nein! Jones ist rasend vor Wut. Ursache sah Verbündeten sterben. Krim, du bist doch immer noch verletzt, oder nicht? Was machst du da unten? Was willst du da eigentlich? Was machst du da? Was? Warum geht denn der da hin? Ach, abbrechen. Scheiß auf den Fuchs, ehrlich. Krim, pass mal auf.
Kampfmodus dahin. So. Kampfmodus. Und tot. Ausziehen. Das hat ja keinen Sinn. So, Kampfmodus raus. Kampfmodus raus. Da räumen wir später auf in der Zelle. Jetzt hat es erstmal andere Prioritäten. Ich muss meine Leute auf Vordermann bringen. Scheiß auf den Gefangenen. Toni, was machst du? Geht etwas spazieren. Warum ziehst du dich aus? Nervös, depressiv, homosexuell. Nervös. Zusammenbruchsschwelle plus 8%. Na super. Depressiv, permanenter Einfluss auf die Stimmung, minus 12, homosexuell, ist harmlos, hat keine Nachteile. Okay, weiß nicht, ob es irgendwann Fortpflanzung hier gibt oder sowas, das wäre eventuell der einzige Nachteil. Hey, aber warum ziehst du dich aus? Warum? Geht nackt im Zimmer spazieren, Toni. Krankenbett. Ist nicht wahr, ey. Moment. Warte, Sekunde. Holzbett, normal. Das ist auch nicht vergeben. Ist etwas schräg. Die Toni. Sparkles, wo war denn unsere eifersüchtige Superlady? War das Freckles? Bedürfnis? Alter. Stimmung, krank. Krank auch noch. Oh Gott. Auf dem Boden geschlafen, in der Hitze geschlafen, fühle mich nicht gut. Vermisse Haustier. Blablabla. Neidisch war irgendwie nicht, oder? Nee. Okay. Das können wir auch wegmachen. Das muss gebaut werden. Toni hat einfach seine Klamotten fallen lassen. Schlechte Laune. Bei Sparkles. Wie können wir denn deine Laune heben? Starke Schmerzen, sehr hässliche Umgebung. Du solltest dir mal wieder ein Bett nehmen. Trim. Schlaf bis vollständig geheilt. Mach mal das auf jeden Fall. So, Freckles, war das die? Bedürfnis. Unschuldiger Gefangener gestorben. Nicht unschuldig, alles andere als unschuldig. Wurde beleidigt. Hässliche Umgebung, auf dem Boden geschlafen, draußen geschlafen, in der Hitze geschlafen. Oh Gott. Krank. Warum bist du krank? Körper? Hitzeschlag, leicht. Muskelparasiten, ach du Kacke. Ja, du gehst jetzt erstmal reinigen. Sparkles. Was machen wir für Gefangene? So. Huch, dann ist hier alles. Ach, weil die Tür noch nicht gebaut ist, oder? Dann ist hier alles Gefangene-Bereich. Aber ich glaube, die Tür hier ist noch nicht gebaut. Die ist noch nicht. Mal gucken. Also, die ist noch nicht gebaut. So, dann haben wir das. Lumi. Halt Sparkles. Freckles wird sich hoffentlich auch noch erholen. Hier, den sollte man, den schläft neben der Leiche. Ist bestimmt auch voll gut. Toni läuft hier nackt in der Gegend rum. Hat jetzt auch die Hose fallen lassen und den. Hat einen leichten Hitzeschlag, ja. Kann Toni nicht steuern, glaube ich. Lumi. Wenn ich das jetzt so sehe, Bedürfnis. Du bist auch nicht so ganz. Prellung, Prellung, Oberkörper. Pass mal auf, Lumi. Du gehst mal in dein Bett, wo auch immer das ist.
Reckles, Grim, Lumi, haben wir keins. Hier, Krankenbett. Schlaf bis vollständig geheilt, damit auch du wieder ein bisschen fit bist. Grim scheint wieder auf dem Dampfer. Da kann der mal die Leiche... Oh Mann. Sparkles, wie geht's dir? Muskelparasiten, Hitzschlag, erste Anzeichen. Es ist so heiß momentan überall, oder wie? Krankenbett. Sparkles, einmal ins Krankenbett. Krankenbett. Warum Holzbett normal? Moment, nur gucken. Gerade geht's irgendwie nicht, dass ich rechts drauf gehe. Da, schlaf bis vollständig geheilt. Nicht verletzt, aber krank bist du. Ich muss dich ja irgendwie... Ich muss dich ja irgendwie wieder gesund pflegen. Alter, dieses Spiel ist der reinste Wahnsinn. Der Einzige, der jetzt noch halbwegs funktioniert oder wieder funktioniert, ist Grim. Scheint mir zumindest so. Hitzeschlag, erste Anzeichen. Was soll man da machen? Soll ich... Sparkles? Lass dich ausruhen. Geht nicht. Okay. Unglaublich. Oh nee. Lauf doch hier nicht nackt rum. Ich geh kaputt, ey. Ich geh so kaputt. Weißt du, ich hab ihren Arsch gerettet und jetzt läuft sie ja nackt durch die Buden. Das ist alles. Ist doch alles grausam. Mann. Hier liegt doch über die Leiche. So, pass mal auf, du gehst jetzt mal die Leiche begraben. Ja. Und bevor du hier baust, ist ja echt schön, dass ihr jetzt endlich mal Bauen priorisiert, aber geh mal bitte die Bude sauber machen. Es tut mir leid, dich damit bemühen zu müssen. Oh Mann. Das Spiel gibt's mir hart gerade. Das ist echt übel. So, Lumi wird hier so ein bisschen geheilt. Hier müssen wir überall Blut wischen. Die Sachen mal verteilen. Reinigt Blut hier. Du sollst eigentlich da weiterwischen. Alter, warte. Alter, warte. So, abgeschlossen. Reckles kann nicht weiter geheilt werden. Hier, komm. Aufräumen. Reinigt Blut von Grim. Du auch. Reinigt Blut. Erstmal hier. Erstmal hier ein bisschen Tabula Rasa machen. Da. Da. Dann machen wir weiter hier. Ich weiß, ihr wollt alle nicht putzen, aber... reinigt Blut, dann haben wir hier gleich aufgeräumt. Stoffhemd, okay, können wir vielleicht auch einfach mal nehmen. Und da hinten noch Blut reinigen, dann haben wir es hier vor der Haustür noch Blut. Reinigt Blut. Was hast du eigentlich an bisher? Inventar, Stoffhemd schäbig. Ist das erzwungen? Okay. Auch erzwungen. Ach, erzwungen ist... Das hat sie sich nicht selbst genommen. Moment, dann vielleicht magst du es hier das. Das ist auch erzwungen, okay. Ich dachte, es würde vielleicht dir gefallen. Kann ich, Moment, Bedürfnis? Charakterinventar, Moment. Ich war auf einer Party, 15, Alter, und die ist jetzt weg, die Stimmung. Alter.
draußen geschlafen, Hitze geschlafen, krank. Du bist auch noch krank. Sehr heiß, starke Schmerzen, es ist unglaublich. Sparkles, gut. Freckles, Muskelparasiten. Warum kriegen die Muskelparasiten nicht weg? Weil unsere beiden Ärzte, wenn ich das richtig sehe. Freckles. Schlaf bis vollständig geheilt, aber sie geht nicht ins Bett. Das ist das, was ich nicht raffe. Sie geht nicht ins Krankenbett. Wie sonst? Ich hatte ja schon diese Fälle von Toni. Ich hatte ja schon sonst diese Fälle. Und sie schläft wieder draußen, obwohl hier doch noch irgendwo ein Bett frei war, oder nicht? Nee, keins. Dann mache ich das jetzt nicht mehr zum Krankenbett. Ich verstehe nur nicht. Das steigert jetzt die Laune nicht unbedingt. Pass mal auf. Geh da mal hin. Und nimm dir das Bett. Hoffe ich jetzt einfach mal. Boah, ich krieg's gerade nicht mehr in den Griff hier. Ich krieg's nicht mehr in den Griff. Ich glaube, wir gehen hier vor die Hunde. Geh doch schlafen da. Oh. Wir kriegen es, glaube ich, nicht mehr hin. Hier liegen noch ein paar Kartoffeln, die können wir noch kochen, wenn wir denn Holz hätten. Das haben wir immerhin. So, in der Theorie hätten wir hier jetzt auch die Möglichkeit, Moment, geht das noch näher? Warte mal, so vielleicht? Moment. Naja, gut, so ist nicht so. Moment. So, alles jetzt nicht mehr einsammeln, dann müssen wir mal nur den Monitor dahin. Warte mal, das könnte so. So, genau. Und jetzt Objekte bewegen. Funktioniert hoffentlich so. Puh, Sparkles. Jetzt sag bitte, dass du dir das Bett nimmst und dort dann fortan schläfst. Sehr gut. So, und Lumi, du hast gekocht, das ist gut, aber hier priorisiere keine Materialien. Ihre Schneideeiche. So, was ist jetzt mit Toni? Läuft sie? Ach, gucke. Furchtbare Laune. Hm. Ich weiß doch, aber was soll ich denn machen? Da vorne muss zu, damit dann die Nacht ruhig ist. Ich kriege das wieder in den Griff. Sparkles läuft amok. Oder was? Oh Gott, läuft die amok oder was? Ein starker Hitzeschlag. Du hast junger Truthahn getötet. Oh Gott. Du bist jetzt nicht auf Lumi. Wie lange macht sie das? Komm, du warst doch auf einer Party, ist doch mega. Achso, jetzt macht sie wahrscheinlich, bis hier die Stimmung wieder da ist. Aggressive Gedanken. Auf dem Boden geschlafen. Rohe Nahrung gegessen. Freckles, bring dich in Sicherheit. Hau ab. Sparkles dreht durch. Hau ab. Freckles. Oh Gott. Wir gehen vor die Hunde. Wir gehen vor die Hunde, und zwar richtig. Freckles retten, Freckles retten. Du musst Freckles retten. Und du hörst auf, du blöde Tussi. Die macht gar nichts. Die greifen eigene nicht an, oder was? Was mache ich denn jetzt?
Okay, Leute. Hier liegt eine Nackte und schläft. Jetzt liegt. Ja. Also, ich finde, für die erste Kolonie war das gar nicht schlecht, ja? Für die erste Kolonie war das gar nicht schlecht. Vor allem passt es wie Arsch auf Eimer irgendwie, weil ich wollte jetzt ohnehin nach dieser Folge sagen, das war jetzt erstmal das Schauen wir mal zu RimWorld. Ich wollte es euch ja kurz vorstellen, mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Ich bin gespannt. Ich habe jetzt, halt hier, so. Ich habe jetzt ordentlich vorproduziert, weil ich ja weg bin wieder bis zum 8. August. Da bin ich unterwegs. Insofern habe ich ein bisschen vorproduzieren müssen, bin dann gespannt auf eure Meinung. Wenn ich zurückkomme, werde ich mir das anschauen und dann werde ich einen neuen Sendeplan erstellen, kurz nachdem ich wieder zu Hause bin, denn bald startet ja auch No Man's Sky und ein paar andere Titel, die ich auch noch vorstellen möchte, kommen in relativer Bälde. Insofern wird es ein bisschen schwierig, dass ich irgendwie Platz finde für neue Spiele. Dennoch, wenn es gut ankam und wie gesagt, mir hat es riesig Spaß gemacht, dann werde ich irgendwie gucken, dass ich RimWorld unterbekomme. Ich finde es ziemlich cool. Aber es kann sein, dass ein bisschen Pause ist nach dieser Folge, bis die nächste dann erscheinen könnte. Hängt aber auch ein bisschen davon ab, wie ihr kommentiert, wie toll ihr das Spiel findet. Und entsprechend lasst es mich wissen, ob ich damit weitermachen soll oder vielleicht was anderes rausgraben soll. Wir haben es uns auf jeden Fall jetzt mal angesehen und wie gesagt, es passt wie Arsch auf Eimer, weil wir haben hier gerade mit der letzten Schauen wir mal Folge, glaube ich, auch unsere Kolonie in den Ruin getrieben. Ich wüsste zumindest nicht, wie ich das jetzt wieder retten soll. Und tatsächlich war der entscheidende Fehler dieser dummen Tussi, Toni hier, ja, zu helfen, die von Piraten verfolgt wurde. Hätte ich das nicht gemacht, hätte ich keine depressive, nackig rumrasende Toni hier bekommen. Hätte ich keine Piraten an der Backe gehabt, die hier meine halbe Basis in Schutt und Asche gelegt haben. Nee, das nicht wirklich, also nur da oben irgendwie die Mauer war plötzlich eingerissen. Und alle Leute verwundet hatten. Und dann irgendwie alles nur noch ein Gefangener da war, den ich dann umbringen musste, weil er durchtickte und plötzlich nicht mehr genug Betten hatte. Also viel zu lernen fürs nächste Mal. Ich muss auf jeden Fall viel mehr Betten bauen, dass immer Reserve da ist. Mindestens 2, 3 irgendwie auf Reserve sind, damit diese Scheiße nicht passiert. Damit wir nicht in schlechte Laune hier rasen. Ich muss von vornherein schauen, dass mehr auf die Bedürfnisse der Menschen geachtet wird, dass ich mehr schaue, dass die alle irgendwo halbwegs zufrieden sind. Am Anfang wird es ja schwierig. Warum das hier eine hässliche Umgebung ist und diese Raumstatistik, das habe ich noch nicht rausgefunden, das wäre irrsinnig wichtig, weil ich habe überall stehen, schlechte Umgebung, hässlich und so weiter. Und dann war die eine neidisch, weil ihr Raum nicht so schön ist wie die Räume der anderen und ich weiß gar nicht warum. Das mit der Raumstatistik habe ich echt nicht rechts unten. Ach. Moment. Was? Kolonialanzeige. Schalte die Raumstatistik. Ah! Ach! Gucke, sowas haben wir das auch noch rausgefunden. Ist ja klasse. Also mit einer schönen Erkenntnis zum Schluss, wo alles zu spät ist, möchte ich mich verabschieden, bedanke mich fürs Kommentieren, fürs Däumchen nach oben, wenn es euch denn gefallen hat. Und wir sehen uns in diesem oder einem anderen Let's Play wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.